Hey zusammen, Togi hier. Heute ist es endlich soweit. Die erste Nacht im eigenen Camper steht an. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie gut ich hier drin schlafen werde. Und ja, natürlich habe ich euch auch gleich das erste coole Gadget mitgebracht. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, da es jetzt aktuell noch etwas zu zeitig ist, um schon ins Bett zu gehen, würde ich sagen, fangen wir als erstes mal mit meinem ersten neuen Gadget an. Ihr könnt es schon sehen, und zwar hat mir Sylvie ein kleines Willkommenspaket geschnürt sozusagen mit allerlei coolen Dingen aus ihrem Sortiment. Wer Sylvie noch nicht kennt, Sylvie ist so eine Art Hersteller für Geschirr und für Gläser, wie ihr sehen könnt, aber mit einer Besonderheit, und das ist auch patentiert. Diese Gläser, also auch die Weingläser und hier, wie ihr auch seht, die normalen Longdrinkgläser, haben einen Magnet integriert. Und dieser Magnet ist nicht nur einfach irgendwie unten rangeklebt oder irgendwas, sondern er ist direkt ins Glas eingelassen. Das Ganze hat den Vorteil, dass man hier gerade im Wohnmobil, da wo man, wenn man fährt, wo das ganze Wohnmobil wackelt und gerade Glas auch gern mal umfallen kann oder runterfallen kann, kann man diese Gläser einfach an eine Metallplatte anheften oder ans Auto draußen, wie auch immer, und sie fallen halt nicht um. So, und das ganze System probieren wir heute einmal aus. Von Sylvie selber gibt es direkt diese Metallschiene. Hier könnt ihr das so ein kleines bisschen sehen. Sie haben ja auch so Haken im Angebot. Hier kann man die Gläser sehen. Das möchte ich mir jetzt hier oben auch anbauen im Schrank, wo ich die Weingläser ranheften kann. Genau, hier habe ich mir das jetzt in weiß bestellt. Außerdem habe ich noch die Longdrinkgläser dazu. Zwei Stück, einfach so Saftgläser sozusagen. Hier hinten seht ihr die Weingläser. Und Sylvie hat mir netterweise sogar noch ein kleines Gewürzregal mitkommen lassen sozusagen, wo man drei Gewürze einbauen kann. Ich denke, das wird sich irgendwo hier in dem Bereich anbauen lassen. Entweder hier oder ich baue mir das hier ran. Vielleicht auch hier direkt über der Küchenzeile. Ich muss mal gucken. Genau. Und ich würde sagen, wir bauen das ganze System einmal an. Ich bin schon richtig gespannt, weil das sozusagen mein erstes cooles und auch raffiniertes Gadget ist. Ich habe mir auch den Camper gekauft und auch diesen YouTube-Kanal hier gegründet, weil ich coole, interessante, raffinierte Gadgets vorstellen möchte und auch kennenlernen möchte. Und Sylvie macht sozusagen jetzt hier den Anfang und ich bin mega gespannt drauf, euch das System zu präsentieren, ja, und auch selbst meine Erfahrungen damit zu sammeln. Da ich ja super neugierig bin, packe ich erstmal alles aus und gucke mir erstmal alles an, was hier so drin ist. Wir fangen mal mit der Schiene hier erstmal an. Die sieht halt sehr, sehr groß aus. Ich bin gespannt, ob die da oben in dieses Fach reinpasst, wie ich mir das vorstelle. So. Ja, doch, das sollte passen. Der Karton ist größer als der Inhalt. Ja, viel mehr ist hier erstmal nicht dazu, was ich ganz cool finde. Man hat hier wie so eine Art kleinen Lederbezug. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sieht eigentlich ganz, ganz edel aus vor allem. Man hat gleich doppelseitiges Klebeband hinten dran, was auch, denke ich, gut halten wird. Hoffe ich zumindest. Wir werden es feststellen. Genau, hier steht auch nochmal drauf, was man tun soll. Oberfläche reinigen, Leiste mit starkem Druck anbringen, 60 Minuten warten. Und die Leiste ist nun Sylvie-ready. Finde ich schon mal ganz stylisch. Machen wir weiter mit diesen kleinen Gewürzgläschen hier. Die Verpackung ist halt auch irgendwie total süß, ne? Wenn ihr euch die mal so anguckt. Vor allem halt auch alles aus Pappe. Erstmal nichts mit Plastik oder irgendwas. Ist schon ziemlich geil. Selbst das kleine Schildchen hier ist mit so einer Art, ich weiß nicht, ob das ein Hanfband ist oder sowas. Ne? Also schon irgendwie cool gemacht. Schon so ein kleines bisschen auf Nachhaltigkeit geachtet. Das muss ich mal aufkriegen. Naja, so. Okay. Jetzt hindert mich dieses Bändchen daran, diese Verpackung aufzumachen. Na dann. Ja gut, hier ist jetzt nicht allzu viel dazu. Oder sind hier... Ach so, hier sind auch die... Deshalb ist das so besonders. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Metallgläschen, also mit einem Metalldeckel, sondern hier ist auch, wie ich gesagt habe, dieser Magnet eingelassen. Also das ist nicht so, dass man jetzt sich jedes Gläschen kaufen kann und das hier ranpappen, weil in dem Moment ist quasi die Leiste einfach nur das Metall und der Magnet sitzt dann jeweils in diesen Gefäßen drin. Na, das ist genau andersrum, wie man es normalerweise erwarten würde. Das ist schon cool. Ja, und dann ja, ist auch definitiv stark genug, also krass. Cool, gefällt mir. So, oh, sogar kleine Beschriftungsschildchen sind dabei, dass man draufschreiben kann, was drin ist. Kommen wir zu meinen Lieblingsgläsern.
Die Weingläser habe ich mir als einziges wirklich gewünscht. Also hätte mir jetzt Silvi das Set nicht zur Verfügung gestellt, hätte ich definitiv mir die Weingläser geholt, weil ich erstens ein totaler Weinfan bin und zweitens, wie gesagt, das System halt einfach total geil finde, dass man, weil Wein möchte ich nicht aus einem Edelstahlbecher trinken, Wein möchte ich auch nicht aus einem Plastebecher trinken, sowas, was halt im Camper nicht kaputt gehen kann, sondern aus einem richtigen Glas. Und hätte ich jetzt richtige Gläser genommen, ohne irgendeine Metallhalterung, hätte ich echt ein schlechtes Gewissen gehabt, dass mir das irgendwo umfällt, kaputt geht, runterfällt oder wie auch immer. Gut, runterfallen können die immer noch, ne? Das ist ja immer noch Glas. Aber ihr wisst, was ich meine. So, dann schauen wir mal rein. Schon mal ziemlich edel verpackt, finde ich. Auch hier wieder komplett alles aus Pappe, Papier. So, bei den Gläsern gibt es jetzt noch eine Besonderheit. Und zwar hat man hier wieder diese Metallpads dazu, wo die dann dran haften. Also selbst wenn man diese Leiste eben jetzt nicht hat, bekommt man diese Pads dazu, die ebenfalls magnetisch sind. Und die haben eine ganz besondere Oberfläche. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Man kann auf jeden Fall diese, man zieht die Folie ab, man kann die dann unter das Wasser halten, wieder sauber machen und kann die überall ranpappen, wo man das halt gerade möchte. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Zack, ist dran. Ihr seht das jetzt vielleicht, hoffe ich. Genau, und jetzt kann ich die auch wieder abziehen, also rückstandsfrei. Das ist halt schon irgendwie echt cool gemacht. Genau. So, und wenn ich das jetzt möchte, mir würde dann zwar... Gut, also Gläser sind auf jeden Fall schon mal stabil. Wenn sie umfallen, gehen sie nicht gleich kaputt. Also die klingen auf jeden Fall auch. Ja, die sind recht robust. Hier kann man das halt extrem cool erkennen. Ich hoffe, ihr seht das. Dieser Magnet, wie ich vorhin gesagt habe, der ist nicht nur aufgeklebt, sondern der ist richtig ins Glas eingelassen. Also es sieht so aus, das ist halt wie gesagt auch eine patentierte Technik von Silvi. Das sieht so aus, als wurde hier einfach noch eine Glasscheibe oben drauf gesetzt, der Magnet wurde eingelassen. Also es sieht schon echt, ist schon echt cool. Und vor allem eben das Glas steht wie ein handelsübliches Weinglas. Ist jetzt auch vom Gewicht her, finde ich, ja, man merkt schon, es ist etwas schwerer als üblich, aber das geht. So, und jetzt kommen wir zu dem Pad hier oben. Ich probiere das selbst das erste Mal gerade aus. Geil. Sau cool. Und wenn man das möchte, kann man zum Beispiel auch sagen, man macht das halt jetzt wieder ab. Ihr seht, rückstandsfrei. Ne? Ich papp mir das hier irgendwo auf den Tisch. Papp. So, und jetzt kann halt mein Weinglas auch nicht umfallen. Wie geil ist denn dieses System? Ich finde das so cool. Ich mag sowas. Das ist genau das, warum ich auch diesen YouTube-Kanal gegründet habe, weil ich einfach coole, funktionierende Gadgets mag. Das gehört für mich halt dazu. Da bin ich schon echt begeistert davon. So, und das funktioniert jetzt hier genauso. Ist ein bisschen stärker als diese kleinen Pads. Die sind nicht ganz so. Ja, hier ist das definitiv ein bisschen stärker. So. Geil, oder? Ich finde das mega cool. Gut, okay. Weingläser. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Schauen wir uns diese Longdrink-Gläser an, dass man eben auch mal was zum Saft trinken oder irgendwas hat. Mal auspacken das Ganze. Mal gucken, ob das auch so cool verpackt ist. Auch hier wieder. Wenn ihr euch also dieses Set kauft, ihr habt hier auch wieder diese Pads dabei. Also da habe ich jetzt quasi insgesamt 4 Stück davon. Das ist halt auch ziemlich cool. So, und das sind dann die Gläser dazu. Noch ein kleines bisschen Papier und Warnen und Metallmatte und ja, keine Ahnung. Und das war's soweit, ne? Aha, hier ist nochmal eine Warnung. Auch für euch vielleicht nochmal zur Info. Man soll diese Pads nicht lange im Sonnenlicht liegen lassen. Also wahrscheinlich unter Temperatur. Ich könnte mir vorstellen, dass dann diese Klebefläche wahrscheinlich sich auflöst oder so. Die ist wahrscheinlich etwas temperaturempfindlich. Da müssen wir mal schauen, ja, wie sich das über den Sommer hin auswirkt. Weil im Van kann es halt durchaus mal richtig warm werden. Aber man sollte wahrscheinlich aufpassen, dass man das nicht irgendwo hinmacht. Ne, wie hier auf dem Tisch zum Beispiel, wo dann permanent die Sonne hinkommt. Ja, muss ich mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall über den Sommer ausprobieren. Oh, hier klebt es schon wieder fest. Auf jeden Fall hält das echt gut. Ist schon ein cooles System. So, kommen wir nochmal zu den Gläsern hier. Ist auch sehr schöne Gläser, finde ich. Auch hier wieder, ihr könnt es sehen, der Magnet wieder eingelassen. So, und das sogar hier ohne Kante. Also wie auch immer die das machen. Extrem cool, finde ich. Schön. So, das ist also das Set, was ich jetzt erstmal bekommen habe. So, ja, ich würde sagen, wir bauen die Leiste mal an und dann schauen wir mal, ob das alles so reinpasst, wie ich mir das vorstelle.
So, ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht. Ich habe jetzt erstmal hier ein bisschen ein- und ausgeräumt. Ihr könnt jetzt hier schon sehen, hier ist jetzt noch eine Kiste dazugekommen. Ich war nämlich heute im Ikea, wie ihr vielleicht im Hintergrund schon entdeckt habt. Hier ist eine ganz große Tüte mit allerlei Dingen, die ich fürs Bad, für die Küche, noch so ein paar Haken und so heute im Ikea gekauft habe. Und da war unter anderem auch diese kleine Box dabei. Was da drin ist, das zeige ich euch später oder im nächsten Video. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich erstmal diese Box eingesetzt und konnte hier schon mal ein paar Dinge unterbringen. Und jetzt habe ich eigentlich nahezu alles drin. Die Gewürze brauche ich ja nicht, weil dafür nutze ich ja nachher dann die Silvi-Gläser. Und jetzt sollte das hier ziemlich gut reinpassen, auch ohne dass irgendwas gegen die Gläser fallen kann und die kaputt machen kann während der Fahrt. Na, also das müsste eigentlich passen. Gerade man muss ja bedenken, wenn, dann ist es eher eine Notbremsung. Ja, und weniger das Gas geben an sich, das bedeutet sozusagen, also wenn, fallen die Dinge eher in diese Richtung und eher weniger nach da. Und selbst hier, da passiert nichts. So, genau, also werde ich jetzt die Leiste relativ weit hinten auch anbringen, weil das Fach so ein kleines bisschen schräg ist. Na, also wirklich hier so bündig, ja, fingerbreit von diesem Holzstück da hinten weg. Genau, klebe ich jetzt an und ja, Punkt. So, jetzt irgendwie das so hinkriegen, dass es nicht schief ist. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Macht aber nichts. Ich behaupte jetzt mal, ja, in etwa so her. So. Ui, nicht runterfallen. Oh, scheiße, das Augenmaß, ey. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Müsste passen. So, und andrücken. Ich glaube 60 Sekunden andrücken stand drauf. Hör auf, auf meine Beine zu filmen, das sieht komisch aus. 60 Sekunden schon oben. Leiste mit starkem Druck anbringen, 60 Minuten warten. Muss ich das überhaupt 60 Sekunden andrücken? Nee, nur stark, nur stark andrücken. Okay, ich drück stark. Ich denke, das passt. So, jetzt soll ich 60 Minuten warten. Und dann darf ich die Gläser anbringen. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit kümmern wir uns noch um die Gewürzgläschen, denn die sollen auch noch mit hierher. So, nach langem Hin- und Her-Überlegen habe ich mich dafür entschieden, es nicht hier anzubringen. Denn mal ganz ehrlich, es sind Gewürze. Wofür braucht man Gewürze? In der Regel zum Kochen. Klar, wenn man jetzt Salat oder irgendwas macht, macht man den eventuell hier, weil das halt eine schöne Arbeitsfläche ist. Aber in den meisten Fällen, bei mir kommt ja meine Standardgewürze rein. Majoran, Oregano, Basilikum, solche Sachen kommen da rein. Die brauche ich in der Regel beim Kochen. So, und jetzt habe ich mir überlegt, den Platz hier werde ich eh nicht verwenden. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier eine Küchenrolle oder sowas hinmache, aber überm Waschbecken und überm Herd, da wo Wasserdampf aufsteigt, eine Küchenrolle macht keinen Sinn. Darum kommt die Küchenrolle dann irgendwo hier hinten in die Ecke hin. Darum habe ich mir jetzt überlegt, ich werde jetzt die Gläser hier so auf Höhe vom Lichtschalter machen. So, sieht halt erstens stylisch aus, ne? Also gerade wenn dann hier auch noch das Licht an ist, werden die schön beleuchtet, das ist eigentlich ganz cool. Man hat noch genügend Platz, dass man hier rankommt. Wenn hier mal was hochspritzt oder so, ist das halt auch kein Thema. Ja, ich denke, die kommen jetzt hier hin. So, ich habe jetzt keine Lust, das nochmal ranzukleben. Geht doch, viel einfacher als vorhin. So, hält, passt, cool, gefällt mir. Ich denke, das ist auch eine gute Position hier an der Stelle. Und jetzt kann man halt einfach sich entweder die Gläser so runternehmen oder halt dann, wenn es zugeschraubt ist, so. Man kann dann schön nutzen hier. Cool, gefällt mir. Schönes System. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen bei den Pads. Ich meine, es gibt ja diese Folien dafür. Ne? Man könnte sich diese Folien aufheben, dass man sagt, man schützt diese Pads, wenn sie jetzt im Schrank liegen beispielsweise. Ne? Klebt man diese Folie wieder drauf, aber das kriegt man ja nie irgendwie exakt wieder drauf. Ja, was mache ich mit den Pads, wenn ich sie halt gerade mal nicht verwende? Die kleben ja trotzdem die ganze Zeit. Also entweder ich klebe die mir irgendwo im Schrank, was weiß ich hier zum Beispiel, ne? Da so hin, übereinander. Damit kann ich sie aufbewahren. Ja, muss mal gucken, wie sich das in der Praxis bewährt, aber dafür mache ich ja öfters solche Videos. Also das heißt, wenn ich jetzt was feststelle, wenn irgendwas Mist ist oder negativ, schlecht, wie auch immer, mache ich ein extra Video und zeige euch das dann in einem viertelhalben Jahr nochmal. So, die Gläser hier oben hängen jetzt auch schon, eine Stunde ist vergangen und ja, fetzt mir, muss ich sagen, gefällt mir gut. Ich kann natürlich jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich habe noch überhaupt keine Praxiserfahrung damit. Ich wollte euch das System erst einmal vorstellen, dass es sowas gibt. Wenn es euch interessiert, schaut mal unten in der Videobeschreibung nach. Silvi hat auch einen kleinen Rabatt für euch springen lassen, ist jetzt sozusagen auch ein Partner von mir. Wenn es euch interessiert, klickt gern unten drauf und ja, schaut euch das System selbst mal an. Also ich finde es schon echt ziemlich cool.
Wenn es das hält, was es verspricht, bin ich happy. So, genug mit Werbung. Jetzt gibt's erstmal den Kaffee. Bialetti gab es wieder heute Morgen, wie immer. Jetzt gibt es einen schönen Filterkaffee in meiner kleinen Thermoskanne. Dafür habe ich halt hier einen normalen Handfilter mit, eine Thermoskanne. Ja, ein paar ganz normale Kaffeefilter. Gemahlen ist mein Kaffee schon. Das kennt ihr ja wahrscheinlich noch aus Schweden. Ich habe ja hier meine kleine Kronenberg-Kaffeemühle. Genau, jetzt erstmal Kaffee warm machen. Nee, andersrum, Wasser warm machen und dann wird Kaffee gemacht. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. Oh, even though where these rivers So, heute ist tatsächlich nicht mehr allzu viel passiert. Ich saß vorhin noch ein kleines bisschen draußen, habe mir den Sonnenuntergang angeschaut und habe auch schon mal hier so ein kleines bisschen, ja, die Silvi-Gläser ausgetestet. Ich muss sagen, ich denke, es ist ein geiles System. Also ich habe dieses kleine Pad vorhin draußen mitgehabt und muss ganz ehrlich sagen, wenn man doch mal versehentlich an den Stuhl rankommt, ne, der Tisch ein bisschen wackelt, fällt halt das Glas nicht gleich runter. Also es ist eigentlich schon ganz geil gemacht. Egal, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal Abendbrot, dann schaue ich noch ein kleines bisschen Survival Martin, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Und ja, und dann geht's auch langsam Richtung Bett und dann bin ich echt gespannt, wie die erste Nacht wird. Wow! So, und jetzt gibt's erstmal ein lecker Essen aus dem Omnia. Das ist ein Tortellini-Tomate-Mozzarella-Auflauf. Ich habe euch, glaube ich, noch nicht mal mein Bett so richtig gezeigt. Tja, so sieht mein Bett aus. Genau, die Bettwäsche habe ich mir neu gekauft für den Camper. Hier ein paar günstige Kissen von Ikea, ganz einfach. Nichts Besonderes. Ist das komisches Licht hier. Also dieses Licht, ne? Also ganz ehrlich, guckt mal. Diese Lampe hier, die ist so hell. Wenn ich hier das ganze Licht im Camper ausmache, leuchtet der ganze Camper hier blau. Also hier muss ich mir auf jeden Fall mal noch was einfallen lassen, wie ich hier irgendwie, ja, diese Lampen hier irgendwie in den Griff bekomme. Also so richtig toll ist es auf jeden Fall nicht. Gut, das Licht ist verdammt grell. Ich werde mich jetzt mal ins Bett legen. Hoffe, dass ich gut schlafe. Es ist wie gesagt meine erste Nacht im Camper. Und ja, ich melde mich dann morgen früh wieder. Bis dahin, schlaft gut. Hey, einen schönen guten Morgen alle zusammen. So, erste Nacht ist überstanden. Ich habe tatsächlich relativ gut geschlafen. Also relativ gut durchgeschlafen. Was mir aufgefallen ist, die Matratze ist entweder, ich bin mir nicht sicher, ob die zu hart oder einfach zu weich ist. Also so gefühlt mit dem Arsch hänge ich so ein bisschen durch. Der Rest fühlt sich relativ hart an. Also ich bin ja auch Seitenschläfer. Wenn ich auf der Schulter liege, tut mir halt ab und zu mal die Schulter ein bisschen weh. Muss mal gucken. Ist halt erstmal die erste Nacht. Vielleicht muss ich auch meinen Körper erstmal an die neue Matratze gewöhnen. Mal sehen. Aber grundsätzlich habe ich echt gut geschlafen. Es war eine verdammt ruhige Nacht. Also kein Wind, kein Gewitter wie letzte Nacht zu Hause. Ja, was mir noch aufgefallen ist, wie ich es gestern Abend schon gesagt habe, diese dämlichen Lichter hier. Ne? Wir haben ja hier so diese Lampen mit dieser blauen LED da drin. Also die macht halt wirklich das komplette Wohnmobil hell. Das fetzt halt gar nicht. Und ich muss halt dann
oder ich habe es gestern so gemacht, dass ich die komplette Beleuchtung vorne am Hauptpanel ausgeschaltet habe. Ja, weil sonst leuchtet mir halt diese blaue Lampe direkt in die Fresse. Da werde ich wahrscheinlich heute mal, ich habe ja einen Werkzeugkasten mit, werde ich mal die kleinen Schräubchen rausmachen, mal gucken, ob man da irgendwie diese blauen Lampen deaktivieren, ausbauen kann oder wie auch immer. So, dann geht das ja erstmal. Aber zukünftig würde ich halt die Lampen sowieso gerne umbauen. Außerdem fehlt hier hinten noch eine USB-Steckdose. Es fehlt mal noch irgendwie dann gegebenenfalls ein Schalter oder ein Allgemeinschalter, wo ich auch das Licht vorn mit ausmachen kann, ohne dass ich halt jedes Mal am Panel das Licht ausschalten muss. Ja, soweit so gut. Also erste Nacht im Camper überstanden. Fazit, insgesamt gut. Ne? Also mal bis auf die kleinen Schmerzen, aber mein Rücken ist sowieso empfindlich, was das angeht. Genau, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Kaffee kochen und ja, und dann heißt aufstehen. Wetter wird auf jeden Fall schön heute. Ihr seht es vielleicht auch schon, schön hell da oben. Genau, schon leicht blauer Himmel da draußen. Jo. Da ich übrigens wusste, dass es heute Nacht relativ kalt werden sollte, habe ich einerseits mal mein Thermometer mit aufgestellt. Das hat mich nämlich mal interessiert. Und zwar hatten wir 6,3 Grad draußen gehabt heute Nacht. Und ich habe natürlich direkt auch mein neues Truma-Panel ausprobiert, da oben. Habe das auf 17 Grad programmiert und hat natürlich auch hingehauen. Wir gucken mal. Die minimale Innentemperatur waren 17,8 Grad. Also das heißt, ja, heute Nacht ist irgendwann anscheinend auch mal die Heizung angesprungen. Aber die ist so leise, dass man die eigentlich überhaupt nicht hört. Also ich hab's nicht gehört, mich hat's überhaupt nicht gestört. Auch der Kühlschrank, muss ich sagen. Der Kühlschrank hat sich am Anfang relativ laut angehört. Ne? Wenn man hier so vorne sitzt, hört man den halt schon deutlich. Aber hier hinten überhaupt nicht. Da muss ich sagen, im Atria, als der Kühlschrank hier so im Mittelgang war, hat das mich deutlich mehr gestört als hier vorne. Also geräuschtechnisch absolut zufrieden. Die Gewürzgläser von Silvi, die haben auf jeden Fall heute Nacht schon mal gehalten. Hier hat sich nichts gelöst. Das hält alles noch bombenfest. Und wie sieht's hier drin aus? Da ist auch noch alles schick. Mal kurz dran wackeln. Jo, passt. Gut, also erste Nacht auf jeden Fall schon mal überstanden. Trotz, dass ich halt kein Alkohol dabei hatte, um es, naja, richtig sauber zu machen. So, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Solltest du mich noch nicht kennen und weitere Videos über coole Camping-Gadgets, über Wohnmobil-Umbauten, über Powerstationen und so weiter nicht verpassen wollen, würde ich dir empfehlen, jetzt den Kanal zu abonnieren. Ja, und am besten vielleicht auch gleich die Glocke zu aktivieren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.